not tell, so watch me. So watch me. So, hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich melde mich jetzt hier mal zurück aus dem Urlaub und zwar zu einem kleinen Statement-Video als Ende meiner Peak-Week-Reihe, denn es war mir leider nicht möglich, am Wettkampftag ein komplettes Video zu drehen, da aufgrund der Corona-Maßnahmen es mir nicht möglich war, meinen Videografen mitzunehmen. Daher werde ich euch hier mal ein kleines Statement geben, wie denn die ganze Geschichte gelaufen ist, denn ich habe auch mitbekommen, dass das Interesse groß war. Unter dem letzten Video wurde gefragt, ey, wie ist es denn jetzt ausgegangen? Und ich kann euch sagen, gut, denn ich bin deutscher Meister der Classic Physik 1 geworden. Also ich habe meine Klasse gewonnen in der Classic Physik. Gesamtsiegerstechen leider nicht. Ganz knapp verfehlt. Gegen einen sehr guten Athleten verloren, der in der Newcomer-Klasse in der Classic Physik gewonnen hat und auch in der Classic Physik 2. Also da auch Glückwunsch an ihn. Wirklich ein sehr guter Athlet. Da kann man am Ende sagen, es war so ein bisschen eine Entscheidung zwischen Härte und Schönheit. Er war da so ein bisschen der schönere Athlet, der so diesem Gesamtbild dieses typischen Classic Physik Boys entspricht, während ich meiner Meinung nach oder auch der Meinung vieler der härtere Athlet war. Nichtsdestotrotz kann ich jetzt sagen, ich bin deutscher Meister der Classic Physik 1 und dafür, dass ich 6 Wochen vor der Meisterschaft mich erst spontan dazu entschieden habe mitzumachen und nach so einem halben Jahr Homeworkouts, muss ich sagen, bin ich absolut zufrieden, denn die schöne Sache kommt jetzt, ich bin qualifiziert für den Mr. Universum im November, 20. November. Und darauf werde ich mich jetzt vorbereiten. Jetzt habe ich 5 Monate Zeit, bin noch ein paar Tage hier im Urlaub mit meiner Familie an der Mecklenburgischen Seenplatte. Und dann geht's los mit den Vorbereitungen und da werde ich euch natürlich dann auch sehr, sehr gerne mitnehmen. Das könnt ihr alles hier auf YouTube verfolgen und wer es noch nicht tut, gerne mal auf Instagram folgen, denn da wird natürlich auch jede Menge berichtet. Ich werde euch jetzt mal so ein bisschen erzählen, wie so der Wettkampftag gelaufen ist, weil ich da so erlebt habe und nebenbei so ein bisschen Material einblenden, denn so ein bisschen Bild- und Videomaterial habe ich auch vom Wettkampftag, aber das reicht halt nicht für ein komplettes dokumentatives Video, also Film ab quasi. Also der Wettkampftag selber. Ja, morgens erstmal aufgewacht, die Form war sehr, sehr gut. Ich wog 96,8 Kilo, ich durfte ja 100 Kilo wiegen. Also habe nochmal ordentlich Wasser geladen. Ich habe am Tag vorher mit 700 Gramm Kohlenhydraten geladen und habe dann festgestellt, ich hätte noch mehr laden können. Die Muskulatur war so halb gefüllt, aber nicht randvoll. Hatte ein bisschen Sorgen wegen dem Gewichtslimit, deswegen war ich da ein bisschen zu sparsam mit dem Kohlenhydraten. Das ist immer ein bisschen schwer zu kalkulieren. Kohlenhydrate binden ja Wasser in der Muskulatur, machen dementsprechend wieder schwerer, während aber in der letzten Nacht, da am letzten Tag die Wassermenge extrem reduziert wird, sehr viel Wasser noch aus dem Körper geht, verliert man viel Gewicht. Die Kohlenhydrate bringen Gewicht rein und dann muss man halt abschätzen, wo man am Ende landet. Man kann sagen, in meiner Klasse lieber härter als zu voll und dafür weich. Deswegen habe ich diesen Weg gewählt. Und es war auch nicht so verkehrt, aber ich musste definitiv noch essen am Tag. Das heißt, ich bin erstmal aufgestanden, habe 2 Mahlzeiten gegessen. Erstmal gab es Reiswaffeln mit Zuckerrübensirup, Marmelade, bisschen Erdnussbutter. Und später habe ich mir noch eine Süßkartoffel gemacht mit ein bisschen Eiklar-Omelette. Also 2 vernünftige Mahlzeiten, sodass ich ungefähr 250 Gramm Kohlenhydrate nochmal im Tank hatte. Dann sind wir zum Wettkampf gefahren. Und bei der Einwaage war ich dann mit diesen 250 Gramm Kohlenhydraten intus sogar noch mal leichter. Das ist jetzt nicht so verwunderlich, denn ich habe nichts mehr getrunken. Und dementsprechend ist es aber trotzdem so, dass man Wasser ausscheidet, also dass man noch mal pinkeln muss. Und außerdem, wenn man auf so einer harten Diät kommt und dann auf einmal Kohlenhydrate isst, dann feuert der Stoffwechsel los wie sonst was.
Und das bedeutet nicht, dass irgendwie 200, 300 Gramm Kohlenhydrate überhaupt im Muskel ankommen, sondern die werden dann auch einfach mal verbrannt und da gelangen nur geringe Teile in die Muskulatur. Ja, dann Backstage schön hingelegt, ausgeruht und dann erstmal ordentlich gefuttert. Ich hatte 300 Gramm Reis dabei, ich hatte noch Reiswaffelpakete dabei, ich hatte Honig dabei, ich hatte Zuckerrübensirup dabei, Erdnussbutter, Datteln. Ich habe eine komplette Tüte Tutti Frutti gemampft und alles in allem kann man sagen, ich habe am Wettkampftag bis zur Bühne nochmal 750 Gramm Kohlenhydrate gegessen. Das war auch bitter nötig. Und bei mir ist das immer so, das war jetzt eigentlich bei jedem Wettkampf so, je mehr ich dann noch an Kohlenhydraten esse, desto härter werde ich. Also es ist dann wirklich so, meine Form war wirklich schon gut, aber es ist dann wirklich nötig, die Kohlenhydrate noch ins System zu bringen, denn die speichern ja Wasser, da ich aber nur ganz, ganz wenig trinke. Also ich habe bis zur Bühne also 0,4 Liter Wasser an diesem Tag getrunken. Und dann ziehen die Kohlenhydrate, die man isst, das Wasser, das man vielleicht noch unter der Haut hat, mit in den Muskel. Aber immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, denn zu viel macht dann auch wieder wässrig. Oder auch zu viel trinken macht wässrig. Also es ist immer ein schmaler Grat. Ich muss sagen, mir war bewusst, dass ich sehr, sehr gut in Form bin. Aber ich war ein bisschen unsicher backstage. Zum einen war meine Klasse sehr, sehr groß. Hätte ich nicht gedacht, ne, nach dieser Corona-Situation, dass da so viele Leute kommen, aber meine Klasse war mit 10 Mann besetzt. Das ist die größte Klasse, die ich jemals hatte. Also bei mir war das immer eher so üblich zwischen 6 und 8 Athleten in der Klasse. Diesmal waren es 10. So, dann waren da wirklich einige Athleten, die auch mich ein bisschen zum Grübeln gebracht haben, wo ich dachte, oh, packst du die oder packst du die nicht? Und da kann man sich auch als Athlet, auch als erfahrener Athlet, ganz gut mal ein bisschen verrückt machen vor der Bühne. Im Groben und Ganzen war ich entspannt, aber ich muss sagen, ja, ich bin da natürlich hingefahren, um zu gewinnen. War mir aber dessen nicht mehr so sicher, dass das ein Kinderspiel wird. Mein Kumpel, der Ludwig, den ich mitgenommen habe, um mich quasi zu betreuen backstage, also damit ich mich ausruhen kann, dass er ein bisschen schaut, wann ist meine Klasse dran, ne, wann müssen wir nochmal einen Farbanstrich machen, wann kommt Glanz drauf, wann müssen wir aufpumpen. Dafür hat man dann immer einen Betreuer dabei, das ist mein Kumpel, der Ludwig, schon immer gewesen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und der meinte mal, ey, du siehst Bombe aus. Dann haben wir dort seinen ehemaligen Coach getroffen, das ist Kevin Gebhardt, IFBB Pro, kennen viele wahrscheinlich auch. Und der war auch so freundlich, sich meine Form anzugucken. Und der meinte, ey, deine Härte, die muss erstmal einer nachmachen, also du bist knüppelhart. Ich selber habe es aber an mir nicht so gesehen. Du stehst da und denkst, das Problem ist auch, du hast da keine, nicht wirklich Spiegel oder sonst was. Du stehst dann da und denkst, weiß nicht, ich fühle mich nicht so hart. Aber wenn IFBB Pro sagt, du bist hart, dann bist du hart. Ja, hat mir ein bisschen Sicherheit gegeben, trotzdem musste ich natürlich noch laden und weitermachen. Hab generell nur gutes Feedback bekommen, auch von meinem Kumpel und auch Coach, also nicht mein Coach, sondern auch ein Coaching-Kollege, dem Sonna aus dem Muscle Gym und auch dem Jan von Big Zone. Auch da liebe Grüße an der Stelle, auch super Feedback bekommen. Hat mir natürlich dann auch so ein bisschen Rückenwind gegeben. Aber als wir uns dann aufgepumpt haben für die Bühne, dann kam so der Moment, ich habe mich echt ein bisschen unnötig bekloppt gemacht. Und dann sammeln sich so die Athleten alle da, dann hast du da 10 Leute, alle am Pumpen, wirklich super klasse. Also wirklich, da waren keine Gurken dabei, sonst hat man das ganz oft, sagen wir mal, 8 Leute in der Klasse, wo du dann sagst, okay, 4, 5 sind gut, 3 sind schon mal locker Gurken oder die Hälfte sind schon mal locker Gurken, wo du sagen kannst, die hast du in der Tasche. So, diesmal war ich mir da anfangs nicht so sicher, aber dann kam so ein bisschen der Moment, wo ich auch mich selbst mal habe filmen lassen vom Ludwig mit dem Handy, mir das Video angeguckt habe und dachte, Alter, so hart bist du? Krass, so hart war ich noch nie. Und dann kam so langsam die Sicherheit und dann irgendwann sagte ich, Alter, scheiß drauf. Brofist gegeben und ich meinte, ey, alles cool, wir brauchen nicht mehr reden, ich gehe jetzt darauf, um zu gewinnen. Ich hau jetzt alle weg, kein Problem. So, dann kam so diese Sicherheit wieder und dann stand ich auf der Bühne. Und ich liebe es auf der Bühne. Ich habe da einfach nur Spaß. Man sieht das auch an den Fotos. Ich bin am Strahlen. Ich würde
ich will eigentlich immer viel länger auf der Bühne bleiben, als es dann am Ende ist. Auf jeden Fall, weil wir 10 Leute waren, wurden wir in 2 Gruppen aufgeteilt. Die ersten 5 verglichen, dann die zweiten 5 verglichen. Und dann werden die Nummern aufgerufen, die ins Finale kommen. Das sind dann nochmal 5 Leute, die werden nochmal verglichen. Und dann werden halt die Top 5 sortiert. Und alle anderen 5 sind dann raus und kriegen quasi keine Platzierung. Da war ich dann mit dabei. Dann einmal verglichen wurden und zack, direkt in die Mitte gestellt. Das ist dann immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Mitte bedeutet in der Regel, ich hatte nämlich auch bei der Deutschen Meisterschaft 2019 schon mal das Problem, ich stand in der Mitte, jeder hat mir gratuliert, dass ich Deutscher Meister bin und am Ende wurde ich Zweiter. Das heißt nicht immer was, aber in der Regel ist es so, wenn du in der Mitte stehst, im ersten Vergleich bist du der Gewinner. Und ich habe mich gefühlt wie ein Gewinner, ich habe gepostet wie ein Gewinner und ich habe gewonnen. Also das war wirklich ein toller Moment. Meine Familie war mit dabei. Wir konnten leider nicht viele Leute mitnehmen, aber meine Ehefrau war dabei. Meine Tochter, die zu dem Moment noch knapp unter einem Jahr war, die das Ganze natürlich nicht so wahrgenommen hat, aber mir natürlich sehr, sehr viel bedeutet hat. Mein Schwiegervater war mit dabei. Und dann einige Leute aus dem Muscle Gym, für das ich auch gestartet bin. Auch da liebe Grüße an den Jack vom Muscle Gym zum Beispiel und seine Familie und auch alle Leute, die vor Ort waren, auch den Peter für einiges an Bildmaterial. Und war dann ein wirklich, wirklich geiler Moment. Danach kurz mit allen Leuten gequatscht und dann gab es noch so einen Moment vor der Siegerehrung, wo ich mich nochmal aufgepumpt habe, weil zwischen Siegerehrung und Gesamtsiegerstechen ist es eine ganz knappe Kiste und wenn man natürlich in der Mitte stand und noch nicht weiß, dass hundertprozentig weiß, dass man gewonnen hat, aber es vermutet, dann war ich mich so am Aufpumpen und dann sagte der, den Ordner, der hinten die Leute sortiert und auf die Bühne schickt, meinte, ey, du brauchst dich nicht aufpumpen, das ist nur Siegerstechen. Und ich so, doch, ich muss mich aufpumpen, ich muss gleich zum Gesamtsiegerstechen. War ein bisschen überheblich in dem Moment. Aber ich hatte es einfach im Gefühl, dass ich das Ding gewinne. Und mein Kumpel Ludwig war dabei, musste auch lachen und meinte, ey, der muss sich aufpumpen. Und dann habe ich mich aufgepumpt für die Siegerehrung, habe den Pokal abgeholt. In der German Open Classic Physik 1 Gewinner Sprachnummer 72, Julian Heck. Und war wenige Minuten später dann dran mit dem Gesamtsiegerstechen, da bleibt eigentlich gar keine Zeit. Ich habe noch mal ganz kurz 2-3 Reiswaffeln mit Sirup gegessen, weil ich hätte noch voller, noch praller werden können, aber nicht in dieser Zeit, weil das muss ja auch verdaut werden. Ja, wie gesagt, Gesamtsiegerstechen hat dann leider nicht geklappt. Sehr, sehr schade, denn da gibt es so eine schöne, fette Statue, die hätte ich natürlich gerne mitgenommen, aber man braucht natürlich auch noch Ziele für später. Also ein Gesamtsieg bei einer deutschen Meisterschaft steht noch offen. Jetzt ist auf jeden Fall das erste Projekt Road to Mr. Universe, damit wird es jetzt losgehen. Das werden so die nächsten Videos auf meinem YouTube-Kanal und ich hoffe, da schaltet ihr dann auch wieder ein. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn euch meine Peak Week-Reihe gefallen hat, gerne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ein Abo dalassen, liken, kommentieren und gerne auch mal euren Freunden davon erzählen, alle, die an dem Wettkampfthema interessiert sind. Da kommt wieder spannender Content und es wird auch dann kurz vorm Universe, wenn alles nach Plan läuft, ist natürlich noch ein riesen Zeitraum, auch dann wieder richtig guten Bodybuilding, echten Bodybuilding-Content geben, ungeschönt, wirklich mit allen guten Seiten, mit allen schlechten Seiten. Von daher bleibt dran, bleibt mir treu und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.